Hi-ho und herzlich willkommen zu den. Könnte ich mal entscheiden? Hinten durch, hinten nicht durch? Gut. Zu den schrägen Lena-Videospielen. Wartet mal. Ein bisschen nach oben, ein bisschen kalibrieren und schon ist das Bild noch schiefer, aber wenigstens habe ich jetzt das Gefühl, das ist gerade. Das reicht mir für den Moment. Ich bin zufrieden. Ihr vielleicht nicht, aber ich. Ja, um es kurz vorwegzunehmen, die nächsten zwei Videos werdet ihr dieses Pflaster sehen. Ich hatte einen doofen Unfall. Und der hat mich auch mal wieder an was erinnert. Ich wollte meinen Hasen misten und normalerweise kann ich das machen, während er mit dabei drin hockt. Aber der hatte einen leichten Wutanfall. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einfach nur elektrisiert war. Das ist ein tolles Wortspiel, aber das erzähle ich euch ein anderes Mal. Kurz gefasst, ich habe einen Schlag von einem Mac gekriegt. So, lassen wir uns mit dem ein anderes Mal erzählen, was einfach kurz und gebündig. Ja, und danach war ich angespannt und dann hat mein Hase mich angefallen. Und ohne Witz, das Tierchen hat echt Kraft. Das hätte ich nie gedacht, weil er so klein ist. Er hat sich da so richtig so reingekriegt und dann konnte ich den so an der Hand ein Stück hochziehen. Und ich fühle mich immer noch total mies und habe Sorge, dass er sich wehgetan hat, obwohl es jetzt schon 2-3 Tage her ist und ich immer noch Schmerzen habe und ihm geht's Farbe ab, aber ich fühle mich schlecht deswegen. Naja, da stimmt auch was nicht in der Verteilung. Also eine Sache sage ich euch jetzt schon mal, wenn ich jene eigene Wohnung habe und die Video, dann drehe ich meine Videos vor einem dunkleren Hintergrund. Weil dann sieht man wenigstens diesen Pausen. Oh. Ja, tja, ihr wisst ja, seit 3,5 Jahren Qualitätsarbeit, wie aus einer schlechten Industrie. Ja, mir ist diesen Monat aufgefallen, es ist tatsächlich wahr, aber ich bin schon seit 3,5 Jahren auf YouTube, das ist unglaublich. Und es hat sich so viel seitdem verändert. Ich habe gerade gedacht, meine Mutter geht da vorne gerne neben mir und hat sie so voll empört angeguckt. Dabei hat sie einfach noch auf den Hasen geachtet. Ja. Ja, es ist irgendwie schon, ich merke einen Unterschied. Also vor 3,5 Jahren, da war ich irgendwie noch nicht die Person, die ich heute bin. Entschuldigt mich mal eine Sekunde. Es gibt, der Kleine ist angezählt. Wir zählen dich an. Ja, vor 3,5 Jahren, da war der Kleine noch nicht mal auf der Welt. Das muss man sich mal überlegen. Ist echt wahr. Der ist auch noch 1,5 fast. Da gab es noch Issy. Ihr wisst schon. Auch schlappohrig. Nur grau. Und sie war eine Frau. Und ja, ich hatte damals noch eine beste Freundin. Die habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe damals, war ich noch viel weniger selbstbewusst, als ich es heute bin. Ich bin ja wortwörtlich inzwischen so ein richtiger Egomane geworden, gefühlt. Ach, so schlimm ist auch wieder nicht. Nein, na also mit Tisch. Simone hat ein bisschen gebraucht, aber sie hat den Kopf geschüttelt. Das zählt. Ich bin viel unter... Das hätte wehgetan, wenn du es falsch... Wenn du's, das, also der Hase, der ist manchmal echt, der schlittert mir einfach einmal, wir haben so ein Regal, wo Bücher reintun, der Hase springt drauf, schlittert dran vorbei und wäre fast gegen das nächste darauf folgende Regal getatscht. Naja. Ja, was hat sich noch verändert? Ich habe jetzt fast 400 Videos zusammen, das wird man echt nicht glauben. Es sind, glaube ich, Stand jetzt, minus dem Video heute, 380. Mein Kanal ist jetzt schon 7660 Mal aufgerufen worden und ich habe schon ein Video, das tatsächlich 1000 Aufrufe geschafft hat. Und wenn ich ehrlich bin, als ich angefangen habe, habe ich gedacht, ich schaffe maximal wahrscheinlich irgendwann mal ein Video mit 3 Aufrufen. Das war so mein großes Ziel, ein Video schaffen, wo 3 Leute sich vielleicht dafür interessieren. Wow. Und ja, ich muss sagen, es ist das Schönste für mich an der ganzen Sache ist, ich habe so Momente und Tage, wo ich mir echt überlege, was soll ich euch da draußen erzählen? Was wäre vielleicht ein interessantes Thema? Was könnte für euch auch was sein, wo euch interessiert aus meinem Leben, aus der Perspektive des Aspergers, aus den allgemeinen sozialen Geschichten oder wie auch immer. Und dann weiß ich
auch nicht, wie oder was ich euch erzählen soll. Dann sitze ich dann da und zieh die Frunschen sie aus wie so ein Grumpy Cat. Schatz, letzte Anzählung. Bei der nächsten bist du... Na gut, ich bin mir nicht sicher. Nein, weißt du was? Ich muss kurz meine Hasen wegtun. Ihr wisst schon, da ist der Button und der ist leider Gottes Verlies und mein Hintergrund auch. Habe ich jetzt auf Pause gedrückt? Nein, habe ich nicht. Ich bin die, die mit der schlechten Qualität tanzt. Das kann ich mir glauben. Ja, man merkt es immer daran, dass ich meine Videos einfach fortsetze und dann immer noch mit dir weiter laber. Ja, egal. Was hat sich noch geändert? Ich bin auf jeden Fall viel zufriedener mit meiner Welt. Ihr würdet es gar nicht glauben, aber ich war früher echt ein totaler Trauerkloß. Und dann habe ich das YouTube für mich entdeckt. Eigentlich erst so das Videodrehen. Und es hat viel für mich verändert. So einfach, ich bin selbstbewusster, zufriedener, auch aktiver geworden. Und ich habe irgendwie dann auch mehr versucht, Dinge zu tun, die ich bis dato noch nie getan habe, um einfach auch euch neue Geschichten erzählen zu können. Was hat sich hier noch geändert? Ich habe meine Location geändert. Ich bin vom Wohnzimmer in mein Zimmer zu unserem Gang gewechselt. Und ihr habt auch schon unser Klo gesehen und unser Bad. Ist ein und dasselbe Zimmer. Also, habt ihr gesehen. Da gibt es nicht viel zu sehen. Da ist eine Badewanne und ein Klo drin. Und noch ein Waschbecken. Und jetzt eine elektrische Zahnbürste. Das hat sich auch noch geändert. Ich habe mir eine elektrische Zahnbürste zugelegt. Die ich jetzt fadenscheinig benutze, um mir selbst ein besseres Gewissen zu machen. Ich habe meine Weisheitszähne rausbekommen in diesem Zeitraum, oder? Nee. Das war davor schon. Oh, ihr kennt mich schon ohne Weisheitszähne. Davor habt ihr mich noch gar nicht gekannt. Glück gehabt. was fällt mir noch so ein? Oh, ist schon schwierig, weil es sind einfach so fast 4 Jahre, die man so Revue passieren lassen kann. Und die so, in denen so viel passiert ist. Und in denen einfach so viele Entwicklungsschritte auch für mich getan habe. Ich habe einen Topf gekauft. Ich habe jetzt in Anführungszeichen eine eigene finanzielle Einnahmequelle und kann inzwischen mein Essen selber bezahlen und muss nicht mehr Mama und Papa fragen, ob ich das kaufen kann oder nicht. Und ich bin etwas über das 20-Euro-Budget von Mutter hinaus. Yay! Ja, ich bin auf jeden Fall, habe ich auch meine Ausstattung vom Drehen her verändert. Ich bin nämlich von einem Laptop von Dell zu einem Laptop von Acer zu einem Handy von Huawei uralt zu einem Handy von Honor gewechselt. Ja, und das ist jetzt auch gerade mein aktuelles Ding. Ich würde euch ja jetzt mal, ich hab mir inzwischen so einen Aufstell-Standbein-Dings-da-Bums-da. Wie hast du das gerade vorher genannt? Stativ zugelegt, das aber nur so voll winzig ist. Und dann dazu habe ich noch immer einen grünen Stuhl, der einfach alles so aufnehmen soll. Ihr wisst schon. Ich mache einfach mal nachher ein Foto und das Foto hänge ich dann veröffentliche ich einfach mal auf meiner Facebook-Seite. Dann könnt ihr einfach mal sehen, wie das so aussieht. Ihr wisst ja, mein Facebook ist ja auch verlinkt, also keine Sorge, ihr findet es bestimmt. Da ist nicht viel drauf passiert auf meinem Facebook. Ihr könnt mir eins glauben, das hat sich nicht geändert. Ich bin immer noch soziale Netzwerke faul. Ich habe zwar alle möglichen, aber nutzen tue ich eigentlich so gut wie gar nichts. Und auch wenn man mich versucht, per Handy irgendwie zu erreichen, da kommt auch immer bloß, der Teilnehmer ist nicht erreichbar, weil ich so gut wie nie ans Handy rangehe oder es anhab. Ja, ich habe einen eigenen Handyvertrag. Das hat sich auch in der Zeit geändert, ne? Ja, aber alles in allem, was sich nicht geändert hat, ich hocke immer noch bei meinen Eltern zu Hause und meine Mom ist immer noch meine Mom und mein Dad. Und ich bin eigentlich immer noch froh, dass alle da sind, die mir so wichtig sind in meinem Leben. Also ich kann mich nicht beschweren, so alles in allem. Ja gut, ist sie jetzt nicht mehr da, aber die meisten, die sind noch da. Also man soll froh sein über alle, die da sind. Und immerhin, wenn Issy jetzt da wäre, wäre Leo nicht da. Und das wäre auch irgendwie traurig. Wenn ihr wisst, was ich meine.
Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber vielleicht ist ihr es. Ja, auch noch eine Sache, die sich nicht verändert hat. Ich erzähle immer noch Sachen, wo ich selber nicht weiß, was ich sagen will. Wo ich dafür dann aber von meiner Mutter ein Das ist aber tiefschürfend bekommen oder was hast du von Stuss erzählt? Es wird, aber die Sache, die mich am glücklichsten macht, ist so im Großen und Ganzen, mal abgesehen davon, dass ich viel zufriedener mit meiner Welt bin und so, habe ich mich eigentlich nur insofern entwickelt, dass ich etwas reifer geworden bin und dass ich weitergekommen bin, aber wenigstens mein Charakter hat sich nicht sehr viel verändert. Und ja, das finde ich was, was toll ist, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man nicht mehr man selber ist. Und ich möchte einfach, egal wie es ist, auf YouTube immer ich sein. Wenn ich glücklich bin, bin ich glücklich. Und wenn ich deprimiert bin, bin ich deprimiert. Obwohl es meistens so ist tatsächlich, dass wenn ich Videos anfange zu drehen, wenn ich, egal wie noch deprimiert ich sein kann, in dem Moment hört es dann auf, deprimiert bei mir zu sein. Naja. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch so erzählen wollte. Ich werde jetzt auf jeden Fall das Video beenden, weil. Au! Au! Autsch! Mami, ich habe mir das Pflaster gefasst. Aber ich werde nie vergessen, das erste Mal, dass ihr mal irgendwas von meiner Mutter gesehen habt, war das Video, wo ich so furchtbar mir die Nase gelaufen ist und sie mir dann ein Tempo gereicht hat. Da habt ihr die Hand meiner Mutter gesehen. Inzwischen habt ihr wahrscheinlich auch schon ein bisschen mehr von meiner Mom gesehen, nämlich hier und da mal eine Silhouette im Hintergrund. Weil sie dann ja, und ihre Beine. Ihr habt Mamas Beine öfters gesehen. Weil sie einfach durch, wenn ich eigentlich gesagt habe, geh einfach durchs Bild durch. Wir könnten das jetzt machen, aber Mom sitzt gerade. Also, ich lasse sie jetzt sitzen. Siehst du, Mama? Ich lasse dich sitzen. Ich glaube, du bist die einzige Frau, die sich freut, dass sie sitzen gelassen wird. Das Sitzen bleiben da. Dass sie sitzen bleiben darf. Ja, das war jetzt auch nochmal der Beweis, dass ich auch immer noch dieselben schlechten Witze habe. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns jetzt wahrscheinlich, ja, am Freitag wieder. Nee, nicht wahrscheinlich, ist einfach so. Lass mal es wahrscheinlich weg. Ist so, wir sehen uns Freitag wieder. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche und eine tolle Zeit. Und ich möchte an diesem Punkt einfach mal sagen, dass ich froh bin für alle, die meine Videos anschauen. Und ich freue mich auch einfach immer noch dran, diese Videos zu machen. Und ja, auf ein weiteres tolle, auf weitere 3 tolle Jahre miteinander. Eigentlich sollten wir das immer schon am Jahrestag machen, ne? Ich bin irgendwie schon ein halbes Jahr zu früh. Ja gut, das wiederholen wir nochmal am Jahrestag. Also macht euch nichts draus. Ihr wisst ja, Zeitgefühl ist nicht meine Stärke. Aber ich habe heute einfach so dran gedacht, wie schön es ist. Und dann dachte ich, das könnte ich ja mit euch auch mal teilen, meine Freude. Ja, das war alles, was ich euch erzählen wollte. Ich werde jetzt einen fetten Pudding essen, weil ich habe Hunger. Wir sehen uns, bis bald und ciao. Vielleicht esse ich noch die Mozzarella-Sticks dazu. Mami, mach mal einen Herd an. Dann kann ich die Mozzarella-Sticks drin machen. Och Mensch, damals wieder die Geschichte mit den Nudeln, ne? Ja, das ist auch noch so eine Sache, mein Video mit den Nudeln, wo ich dich darum bitte, mir Nudeln zu machen, aber so uncharmant bin. Ja, gute alte Zeiten. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.